Willkommen zurück zu einer weiteren Runde League of Legends, heute mit Danzen und mit Matze. Und wir werden dann heute mal ausprobieren, ob Skana denn noch broken ist. Denn Skana hat einen Hotfix bekommen und ja, es heißt bei einigen Leuten, Skana ist jetzt nicht mehr so broken. Skana hat von Anfang an 10 Movement Speed weniger. Der E-Spell hat, glaube ich, einen höheren Cooler, macht weniger Damage. Und ich glaube, das war's schon. Und ich glaube, der W-Spell skaliert jetzt auch nicht mehr mit so heftig viel Leben. Naja, wir werden mal gucken, ob es... ob es was taugt, ob Skana immer noch broken as fuck ist oder ob er jetzt halbwegs balanced ist. Ich glaube nämlich, er ist immer noch broken. Aber naja, wir gucken mal. Die Gegner haben auf jeden Fall... Warte mal, wir schieben mal die Panels. Habt ihr schon gesehen, auf dem PBE ist das jetzt aktuell so, da sieht man bald wieder die Namen bei den Spielern. Das ist richtig gut. In dem Tab-Menü oder was? Ja, im Tab-Menü siehst du halt jetzt bald wieder die Namen. Halt für Streamer ist angenehmer, ne? Generell ist das angenehmer, keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht, ich finde das immer so weird, ey. Das ist immer alles so randoms. Keine Ahnung. Ich meine, eigentlich braucht man es nicht, aber ich finde es halt, weiß nicht, irgendwie angenehmer. Man hat sich so daran gewöhnt und irgendwie, das ist die einzige Sache, die mich beim neuen Interface halt noch echt stört. Und anscheinend stört das nicht nur mich, weil Riot ändert es ja gerade auf dem PBE. Also es scheint wohl eine Menge Leute zu stören. Aber naja, mal gucken. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ob ihr das auch störend findet oder ob ihr sagt, ach komm, ob die Namen da drüber stehen oder nicht, ist mir relativ Wurst. Da ja, auch gerade so einen übelsten High-Ping? Nö. Nö. Das ist immer random 200er Ping. Jetzt also seit 1.30 ungefähr. Heute den ganzen Tag noch nichts. 3 Games gezockt. Gucken. Boah, nichts offen eigentlich. Bei Elise habe ich immer ein bisschen Schiss, ey. Ich sehe sehr viele Elise-Spieler in letzter Zeit, die halt echt Counter-Jungeln. Da habe ich immer ein bisschen Schiss, dass die mich weghauen im Jungle. Aber Skana kriegt doch schon relativ viel Schaden im Jungle, muss man sagen. Also, obwohl man halt gutes Attack-Speed auch hat und sehr viel Schaden, hat man dadurch, dass man das Schild ja nicht mehr skillt irgendwie am Anfang. Man echt unnormal viel Damage. Max war eigentlich Q oder E? E. Ich habe halt immer auch im letzten Game sogar Skana gespielt. Das erste Mal und ich habe halt auch E erst gemaxt, fand es halt irgendwie ultra weak so. Halt um Jungle Minions zu klären und halt auf Dauer Schaden zu machen. Ja, Q ist halt, weiß nicht. Q ist halt komisch. Ich hatte auch E-Damage irgendwie viel mehr, aber ich weiß nicht. Also ich habe halt auch das erste Mal Skana bekommen in einem Ranked Game, seit der halt geändert wurde. Ja, keine Ahnung, Skana ist jetzt echt. Also, Skana ist schon echt ultra strong. Eilis unten. Wer ist denn dieser Skana? Der einzig wahre. Wir wollen alle reden. Danke für die extra 10 Gold durch deinen Fass, mein Freund. Alles da unten geflasht auch? Ja. Der hat auch mit Coin angefangen. Flash. Was? Der hat ernsthaft mit Köln angefangen? Wow. Alice, die Dings war unten, ne? Die Elise, hab ich richtig gehört, ne? Die war unten, ja. Der Gang, die war so relativ low. Okay, nice. Die hatte nur einen Rap-Buff, ich glaube, du kannst den Blue-Off machen. Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich meine, die hatte nur einen Rap-Buff. Oder? Ja, die. Doch, müsste ich eigentlich haben, ja. Das Ding siehst du jetzt auch sogar, wenn die kommt. Ne, sehe ich nicht. Ach lol. Das hält. Ach. Ah, Gott. Ich dachte, das hält einen kleinen Radius, der mal kleiner wird, den Vision aufrecht. Sogar. Setz mal ein Ward, Peric. Ich hab TP. Brauch ich nicht. Boah, die Elise Damage ist so broken, Alter. Wirklich, der macht immer noch so viel Damage, der Champ, ne? Und tschüss. Ja, sehr gut. Ja. Ich hatte auch keine Ward, ich hatte noch 10, hab jetzt noch 10 Sekunden Cooldown auf meinem Dings. Dass sie mich trotzdem einfach so bumst, ne? Das ist halt übel krass. Also, Elise ist halt im Early Game, alleine dadurch, dass sie halt von Anfang an mehr Fähigkeiten hat als jeder andere, ist die halt immer strong. Weil die halt. Die Niederlade, ne? Ja, yes, die hat halt immer einen Fähigkeitenvorteil dadurch, weil die halt 2 Fähigkeiten pro Spell hat. Wenn die Level 3 ist, hat Rotation die halt. Ja, und ihr Kokor, wenn der dich trifft, hast du echt gelitten. Diese 1,6 Sekunden Stun sind so krass.
Alter, hat er mich echt gedived? The fuck? Holy shit. Was ist los? Was ist denn mit ihm los? Was ist denn da los? Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Naja, wirf mich jetzt aber nicht wirklich so zurück. Ich meine, du hast den Kill bekommen, ich habe einen Assist bekommen, ist von daher eigentlich worth. Pass auf. Ich glaube, der Zed in der Mitte hat halt übelste Probleme, ey. Zed ist auch so ein Pick, den ich immer noch nicht gutheißen kann, ey. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also im Normal ist natürlich Wurst, aber im Ranked würde ich den immer noch nicht picken. Keine Ahnung. Ich finde den ultra schwach. Der ist, im Gegensatz zu anderen Midlanern, ist der echt immer im Nachteil, finde ich. Alleine, weil du im Late Game immer das Problem hast, dass du halt, wenn du keinen AP Top-Laner hast, hast du gelitten. Oder halt einen Jungler, ne? Ich meine, ja. Elise mein oder so. Ist halt ja, Elise oder Evelyn, ja. Elise, Evelyn, Niederling. Ich. Generell, das sind halt aktuell nicht so stark, ne? Da Tank Meter mit Juggernaut. Naja. Einfach jeder Retard 4k Leben hat, da kriegst du halt selbst nicht viel gebacken. Ich finde das eh generell krass, wie viel du einfach tankst, ne? Und vor allen Dingen das Schlimme ist ja, wie viel Damage du auch noch hast. Kommt ja noch dazu. Kann ich hier was machen? Das ist die Frage. Der Stun ist einfach so lächerlich, ey, wirklich. Diese 1,6 Sekunden sind einfach so ein Witz, Mann, wirklich. Das ist so lächerlich. Du bist einfach so lange CC'd, ey. Boah. Das ist echt Cancer. Come on. Ich muss aber sagen, dass ich immer noch nicht so viel merke an Skarners Nerf. Also Skarner ist immer noch strong, auch wenn ich jetzt vielleicht 0-2 stehe. Aber da liegt nicht an Skarner, da liegt an Elise, weil Elise einfach immer noch so mega broken ist, ey. Weil du mit dem Champion, finde ich, extrem wenig falsch machen kannst irgendwie. Keine Ahnung, die werden so viele Fehler verziehen mit Elise, weil du einfach so eine krasse Spellroute hast. Du hast so viel Schaden in dem Champion eingebaut, das ist einfach nur richtig abnormal. Ich meine, wenn man bedenkt, ich habe gerade schon Dings gehabt, ne? Ich bin Skarner, ich habe ein Schild und ich habe einen Ruby Crystal gehabt und sie kann mich trotzdem einfach nur mega wegkloppen. Nicht gerade wenig Leben, ey. 1250 HP, ey, und die haut mich halt trotzdem weg wie nichts, ey. Also ich kann euch jedem nur noch empfehlen, immer noch, wenn ihr Elise picken könnt, wenn andere Jungler gebannt sind, die Meta sind aktuell, pickt Elise. Elise ist immer ultra strong. Ist immer ein Safe-Pick. Vor allem, wenn du den Kokon triffst, hast du immer einen Kill. Ist einfach so krass. Ist einfach richtig hart, wie der rasiert, der Champ. Vor allem, weil der so hart mit Runeblade skaliert, ey. Das ist halt so, was den Champion so richtig strong macht, finde ich. Ist halt so richtig geil skaliert mit dem Item. Ähnlich wie mit Diana. Diana ist ja auch mit dem Item einfach komplettes Übermaß. Du kaufst ein Diana Item und machst sowieso jeden Two-Shot. Ja, du machst jeden Two-Shot, Alter, mit dem. Sobald du das Item hast, machst du eine Combo und jemand ist tot. Das ist halt so, weiß nicht, das ist immer so ein extrem komisches Ding, finde ich. Was eigentlich normalerweise nicht sein dürfte. Ich finde, es sollte keine Champions geben, die mit einem Item jemanden one-shotten können, Alter. Aber Licht vorhanden und Dings hat geflasht. Geht die down? Nice. Die kannst du, glaube ich, auch noch in die Tristan. Ah, ne, du kommst hier ran. Oder hast du Flash? Oh, lol, nice. Die ist down. Balanced. Alter. Okay. Gangplank ist einfach so OP. Kann doch nicht sein. Ah, da sieht man, ne? Skarner ist halt immer noch echt strong. Also, man kann nichts gegen Skarner sagen. Skarner ist echt super, super stark immer noch.
Es gibt halt inzwischen einfach auch genauso starke Jungler. Das ist halt das Ding. Ja, aber Skarner ist halt stärker auch im Midgame, ne? Ja, ja, halt klar. Early ist ja nicht so stark. Ja, der wird halt, sobald du Dings hast, sobald du Black Cleaver und Cinderhulk hast, gehst du halt richtig steil. Keine Ahnung, der Champion rasiert so durch. Vorher halt eher nicht so. Weil Elise hat halt eine sehr starke Spellrota im Early Game und deswegen kann sie mich halt easy killen. Ich denke mal, wenn ich mein Phage habe und mein Cinderhulk, dann sieht das anders aus. Dann mache ich sie wahrscheinlich platt. Kommt auch immer darauf an, wo man fightet. Du willst, kannst auch mal Toplane ganken, so. Ja, kann ich machen. War das etwa gerade ein Hidden Flame? Nee. Ah, ich wollte dich nur aufmerksam machen. Ja, das Problem ist, ich habe mich selber sehr stark rausgenommen durch die zwei Tode gegen die. Ich komme. Oh lol, die macht ich halt trotzdem noch fertig. Oh. Das ist halt so ein Witz, ey. Keine Ahnung, der Champion ist einfach nicht balanced, ey. Wirklich. Das ist einfach so ein Witz, Mann. Weißt du, ich kill sie, ich weich ihren Kokon aus, so. Und sie killt mich halt trotzdem noch mit ihren normalen Spells, ne. Ist halt echt so krank, Mann. Und die hat 900 Leben, ne? Boah. 980 Life, ne? Alter. Lol. What? Was? What? But wait, what? What? Okay. Was ist denn passiert? Ich hab's nicht gesehen. Das war ja schon irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich glaub, es lag daran, dass ich gestunt war. Und somit nicht swappen konnte. Ich raff echt gerade gar nicht, wie die mich gekillt hat. Die ist im Item so weit hinten und die Spiderlings machen mir einfach irgendwie 700 Damage oder so, ne? Mhm. Das ist so krank, Alter. Ihre Spinnen machen halt mehr Damage als sie selbst, ey. Das ist übel, Mann. Ich bin auch da, Matze. Die werden bestimmt gleich zu Drake gehen. Ich glaube, die werden zu Drake gehen. Wart ihr nochmal? Das ist halt auch hier, ne? Ah, ja, so ist es auch. Ja? Das sah ja weird aus. Ich kann ja so. Ah, ne. Oh, Leute, ich hab dich geschildert, hast du gesehen. Nein, trotzdem, egal. Alter, ist das OP? Lol. Der Zed. Das Zed macht das echt gut. Wenn man bedenkt, die haben jetzt bei Gangplank haben die ja jetzt hart genervt, ne? Die haben ja die. Oder was heißt hart genervt, aber die haben den auf jeden Fall. What the fuck? Hat der den gerade mit der Ult gekillt? Kann ich Tristan, glaube ich, killen, ich hab ne Ulti, ne? Ja. Brauchen wir nicht. Einfach eine Tower. Also Gangplank, wenn man den spielen kann, ist der einfach super strong, der Champ. Ich finde Toplane momentan Gangplank, Fiora, die beiden Champs sind echt super krass. Dann noch Darius und Garen. Du brauchst eigentlich so einen Champion wie Riven oder Irelia gar nicht mehr spielen, weil es gibt inzwischen so viele Juggernaut-Champs, die einfach viel besser sind irgendwie. Keine Ahnung, es gibt super starke Champs aktuell. Dieser Patch, ich weiß auch nicht, meint ihr, die werden das doch noch hundertprozentig nochmal vor den Worlds ändern, oder? Ja, zwei Patches halt noch bis zum Worlds, ne? Ne, einer. Der nächste Patch ist der World Patch. Ja, also, stimmt, heute kam halt der eine andere. Ja. Dazu halt noch. Das ist halt richtig krass, ne? Das ist halt nicht mehr viel. Wenn du einfach bedenkst, ne? Mal Azir mit Devorah gebufft. Stimmt, ja. Hey, wieso? Was haben sie denn? Ja, die Sandsoldaten-Stack mit Devorah. Ja, gut, aber das ist halt super retarded. Ja, trotzdem baut doch keiner. Ja, natürlich, ist halt der übelste Troll, aber irgendwer findet da irgendein Trollbild oder so und spielt ihn auf die Uhr halt und das funktioniert halt. Dann ist aber das Geschrei groß, ey. Ja, aber warum macht denn Riot überhaupt sowas möglich? Das verstehe ich immer nicht. Das ist einfach, wenn sie da auf die Idee kommen, dass wir Sandsoldaten die Chance geben, mit Devorah zu proppen. Also, ihr Jungle-OP, Mann, was ist los? Ja gut, du kommst ja nicht durch den Jungle. Du fuckst ja im Early Game schon so rein. Ist halt wieder irgendein Smite Midlaner oder so. Ich meine, du kannst ja die ganze Zeit die Camps farmen. Links und rechts. Gut. Machst halt noch einmal kurz die Krabbe. Aber es skaliert nur mit Devorah, nicht mit Nashos. Soweit ich verstanden, nur mit Devorah. Ja, aber das ist doch voll hohl. Warum sollte man nur einen... mega stark, wenn du zwei Attacks machst, hast du halt wie einen dritten. Und der one-shotet dich jetzt ja schon fast mit zwei Attacks. Ja klar, sicher, das verstehe ich ja. Level 11, what the fuck? Direkt, Bitch. Baron. Dragon. Muss man jemanden binden.
Es geht damit. Also ich weiß nicht, ich finde Skana, auch wenn ich jetzt 2-3-5 stehe, was ja nicht so die krassen Stats sind. Ja, war ein schlechter Smite. Ist ja trotzdem immer noch so, dass man sehr, sehr stark ist. Gerade glaube ich, die Ganks sind halt immer noch übel. Ist halt irgendwas gegen den Gangplank. Alter, der Gangplank, wie viele Items hat der denn? Ah, ich glaube, ich habe den. Naja, ich glaube, der killt dich. Gangplank darf man nicht unterschätzen, Alter. Der hat keine Kiste mehr. Oh, wow. Ignite, ey, der hat echt Ignite! Wow. Gut, habe ich seinen Fass noch weggemacht. Ich finde auch die Passive von Dings richtig krass, von Gangplank. Die ist auch echt. Die Tattoo Damage, die immer wenn er ein Fass kaputt macht, kriegt er das ja erneuert. Mhm. Das ist einfach richtig krank. Und du kriegst ja auch Movement Speed mit dem Ding, ne? Ja. Das ist richtig übel. Geht richtig steil. Also der Champion ist schon echt richtig gut. Wenn man das vergleicht, so im Gegensatz zu der, wie der vorher war. Also das sind ja Welten. Da springt die einfach auf deinen Kopf. Rip. Rip. Was kaufe ich mir? Pack, oder? Also Toplaner feedet halt hart rein, ne? Ja, klar. Kappa. Was ich halt krass finde, ist, dass du immer siehst, wenn jemand die Kristalle einnimmt, ne? Du weißt halt sofort, wo die hocken. Die Gegner sehen aber auch, zum Beispiel, wenn du jetzt den einnehmen würdest, oder? Ja, ja, die sehen das. Ist halt aber auch ein Nachteil für dich, also Vorteil und halt Nachteil, wenn du invadest oder so. Ja, aber die sehen halt nicht, ob euch das war. Ach stimmt, das halt. Aber normal, wenn du halt early oder so irgendwo bist, wissen die es ja eigentlich im Endeffekt, weil sie alle anderen sehen. Na, klar. Ich finde das krass, diese Kombination aus dem Kristall mit der Krabbe ist halt übel. Du bist halt so fix, ne? Komm zu mir. Kommst du weg? Warum? Oh mein Gott. Oh Gott. Lol. Hat aber Glück gehabt. Oh, Hilfe. Hilfe. Team. Obwohl? Kämpfen gerade alle selber. Obwohl? Oh, hier, hier. Au! Nice. Nice. Sehr gut. Haben die ordentlich gerackt. Oh Gott. Oh, der hat. Ja? Oh Gott, ist das tricky. Alter, das ist Top-Lane-Duell. Du bist down. Der macht du bist dead. Fast, der wartet einfach auf sein Heal. Alter, hat er gehealt, das ist ja, ne? Dumm, nee, nee. Ach, aber der okay. Passiven. Mann, ey. So Cancer. Boah. Ah, wir kriegen den Top-Tower. Bot-Tower noch nicht. Wie viel Damage er aber auch macht an den Minions? Das ist so krass, ne? Auch wie viel. Guck mal, wie viel der mich wegbrennt, ne? Ich hab 2400 HP, Alter. Der hat mich mit seiner Ult. Die Ult hat mir jetzt 1500 Damage gemacht. Oder 1400. Übel, ey. Ich finde das übel heavy, wie schnell man mit Skana in der Ult ist. Also, wenn du jemanden E'st und dann ultest, dann kriegst du ja diesen 100 Movement Speed Buff von diesem 106 sind das sogar jetzt schon. Holy shit, haben die ja gebufft. Seit wann kriegt man denn mehr Movement Speed über. Hä, hey, das war doch immer ein 100, Wert von 100, oder nicht? Keine Ahnung, Skana nie so verfolgt. Hey, normalerweise ist das nie gestiegen. Normalerweise war das immer 100 Movement Speed. So. Gucken wir uns mal die Faust. Faust Gottes. Cooldown Reduction ist übrigens auch sehr, sehr geil mit Skana. Das Item-Bild ist auch interessant. Ja. Keine Ahnung, bei vielen Elite-Spielern habe ich halt das Gefühl, die machen aus ihrem ganzen Impact machen die nichts.
Wir können den eigentlich machen. Ah. Ich glaube auch nicht, dass die einen Blassen haben, dass wir den machen. Jetzt vielleicht schon. Kriegen wir trotzdem. Bis die alle da sind. Easy. Oh, oder? Alter, der Mensch. Oh mein Gott, ey, der Slow ist halt retarded hier. Release. Nice. Schön. Das Schlimmste ist ja, dass du als Garner selber ja keinen Schaden auf der Ziel machen kannst, wenn du den ultest, aber deine Teammates halt, ne? Die können halt voll reinbraten in den. Das ist halt super mies, ey. Also keine Ahnung, ich merke da immer noch nicht viel von dem Nerf. Ich finde, der ist immer noch im Midgame super strong, der Skarner. Allein, dass man halt, dass ich halt wieder 2-5 Leben habe und trotzdem halt tons of Damage macht. Na, lass mal weg. Oh Gott. Ich bin tot. Okay, schade. Kommst du weg, Matze? Ach, nee, ich glaube nicht. Oh mein Gott. Aber es ist so, ich find's auch immer wieder echt heftig zu sehen, ne? Ein Gangplank mit seinem Q macht 200 Damage, wenn der aber sein Fass mit dem Q hittet, macht er einfach 1000. Das ist ja dieser Multiplikator, der auf diesem Fass liegt da, ne? Das ist einfach so krank. Vor allem, weil du halt auch noch Armor ignorierst, 50%, ne? Das ist... Haben sie heute wenigstens genervt. Ja, ja, auf 50. Das war ja vorher 60. Push einfach was ja mal selbst... durch so, weil, ne? Interessiert ja jetzt keinen von den Gegnern. Wow. Du hast ja selbst Tanks damit instant gekillt. Oh nee. Oh, auf Wiedersehen. Wow, das ist der maximale BN. Dass du einfach zwei Fässer von ihm kaputt machst. Und er kann dich trotzdem halt killen. Nein, zu spät geultet. Ah, jetzt hätte ich wieder mein Dingens fertig. Du hast echt gut gemacht eigentlich. Also. I tried. Hat auch fast geklappt. Ich meine, du hast ja die Fässer von ihm kaputt gemacht. Dagegen konnte er ja nichts machen. Jetzt noch Sterax Gage. Ich sag dir, das ist auf Urgot der OP-ste Shit EU. Echt? Ich sehe in letzter Zeit gar keine Urgot-Spieler mehr. Sehe ich gar nicht, warum. Der Champ ist auch, glaube ich, nicht gut aktuell. In der Juggernaut-Meta passt der nicht rein. Weil jeder Top-Laner dich, glaube ich, outscaled einfach direkt im Early schon. Nee, gar nicht. Nee. Weil du sehr schnell dein Frozen Heart hast und die nicht viel gegen dich machen können. Weil du trotzdem durch dein Schild-Slow kitest du die einfach des Todes. Dann holst du dir noch early entweder einen Brutalizer oder einen Black Cleaver. Und dann war's das. Ja, dann frag mal einen Garen, der auf dich rumdreht. Wollte gerade sagen. Okay, gerne. Also Garen finde ich auch. Garen und Darius finde ich aktuell beide so echt irgendwie komplett außer Rand und Band, Alter. Vor allem, weil Darius, hast du gesehen, der wurde mit dem Patch nochmal gebufft, ne? Ja. Der kriegt jetzt pro Held 15%. Tschüss, Vayne. Alter, lol, das Schild hat einfach mein Schild geblockt. Boah, scheiß die Wand an, macht der mich platt, Alter. Seit wann ist eigentlich dieser Triforce-Build in? Hat den wieder irgendein Pro-Gamer? Seitdem Björksen gespielt hat. Ah, okay. Schön gewundert. Seitdem man da mit 0-3 gegangen ist und trotzdem spielt jeder. Ja, das ist kacke. LOL. Cool. Das war's dann wohl für dich, Dan. Ich finde das so, Schaden an mir. Ich finde das so übel hässlich, wie Urgot läuft, ey. Das ist so eklig, ey. Kleine Krabbe. Ist halt einfach null Damage, Alter. Was ist das? Na, Alter, ich bin noch am Kiten die ganze Zeit. Tristana und Items, ne? Tristana auch. Oh. Achso, ich krieg keinen Schaden. Achso, ich dachte, ich deal keinen. Ja, ich. Nee, nee. Ist halt ich hab, das Frozen Heart und Life. Ja, das ist halt echt übel. Skaliert das Schild von Urgot skaliert mit Mana, ne? Ja, mit Mana. Das ist auch übel, ey. 8% vom maximalen Mana. Und hat aber einen Base-Wert auch, ne? Plus 190, 220 Base-Wert. Das heißt, ich habe jetzt ein Schild von 410.
Body Vane. Das Gangplank hat 15-3, Alter. Das ist auch nicht wahr, ey. Vane bringt auch dieses Double Lift, oder? Schmeckt das schon, ey. Hey, hast du da Matze, oder? Lol. Ist kalt weggenommen. Wusstest du nicht, ob du den noch kriegst? Ich hab mein Schild gemaxt, ich mache hier kein Damage eigentlich. Wundern, dass ich überhaupt die Daumen bekomme, aber ich hab Ulti und Ignite. Was war denn jetzt? War ein Dead, Alter. The fuck? Hier mein Dings eingenommen. Mein Crystal. Crystal Meth. Boah, der ist halt Level 15, der ja so. Ich finde halt immer krass, dass alle ja so Spieler immer so übermenschlichen Farm haben, Alter. Obwohl halt nur gefightet wird, haben die halt einfach 20 Milliarden Farm. Genauso wie mit Anivia und Ori-Spielern. Der hat einfach 3400 HP, der Gangplank, ernsthaft? Ja, der hat eine Warmox und noch ein Giants Build. Das ist echt krass. Hat der eigentlich auch Cooldown auf den Fässern oder? Was hat der? Blutung? Nee. Cooldown meine ich. Ach, Cooldown. Oh, keine Ahnung, ne? Yep, fast. Der legt hier 20 Fässer hintereinander, Alter. Die scheißen sich auch nicht dafür zu interessieren, was ihr da macht, ne? Komplett. Du machst ja einfach die komplette Base platt, Alter. Die scheißen da drauf, oder was? Keine Ahnung, gegen den Gameplan können wir nicht viel machen. Der ist halt schon ziemlich unfair. Wow. Alter. What? Bin ich ernsthaft getroffen? Oh Gott, ich bin tot. Der Yasu, ne? Der springt doch von einem Minion zum anderen. Das ist der übelste Spacko, ey. Ja, der Yasuo ist auch echt gut. Der Yasuo ist auch echt gut. Ich glaube, der spielt den auch niemals zum ersten Mal. Mhm. Der hat den, glaube ich. Ich glaube, wir müssen einfach nur groupen. Achso. Meine, das einzige Problem ist ja der Gangplank. Sein 3-3. Ja, ich bin am überlegen, ob, was ich jetzt mache. Ich meine, die haben ja nur AD eigentlich. Die Elise, die macht ja eigentlich keinen wirklich bemerkbaren Damage. Deswegen glaube ich, gehe ich jetzt einfach auf Dornenpanzer. Die haben einen kompletten Retard-Bild gebaut. Also, aber mal das Problem ist, dass gegen den Gangplank einfach, weißt du, wenn du Armor stackst, du hast irgendwie das Gefühl, dass es einfach nichts bringt. Weil er halt einfach sein Fass neben dich stellt und dann ignoriert er einfach 40 Milliarden Armor bei dir. Das Fass wirkt ja aber auch nicht auf Sawmill, oder? Also. Nee. Das ist ja das Schlimme. Könnten Baron machen. Könnten eigentlich Sneaky Baron machen eigentlich. Ich glaube nicht, dass die hier gewardet haben. Botlane 2, ne? Wir pushen gerade durch die beide Carries. Egal, mach den. Go. Geh da mal Botlane. Schon mal versucht uns zu defenden. Alter, wie viel Damage mir die Ulti macht, Alter. Das ist so übertrieben. Lass mich denken. Das ist so krass, Alter, die Ulti, die bereitet mich weg, ey. Wenn du bedenkst, die skaliert sogar mit AP, ne? Mm. Wenn die mit AD skalieren würde, ey, da wäre ich wahrscheinlich schon tot gewesen, ey. Holy fuck, Alter. Alter, gegen die Gangplank müssen wir echt was machen, der ist ultra strong. Wir sollten echt für Mitte in der geroopen. Keine Ahnung. Muss mal kurz die Wave auf der Bot und dann komm ich Mitte. Keinen Plan haben mit Baron irgendwie. Lol. Das so sehr, ne? Man hat deinen Ulti-Stachel sogar gehört. Weißt du, was ich bei Gangplank finde, was die ändern sollten? Dass du deine Passive nur refreshed bekommst, wenn du einen Gegner mit deinem Fass triffst. Das sollten die ändern.
Dann wäre der Champion, glaube ich, 100% fein. LOL. Alter, das war alles ich auf die. LOL. Wow, das war ja so dumm. Warte, ernsthaft? Tja, ich habe auch mit der Ulti 4 Mann eine komplette Combo auf die, ne? Die sind halt alle komplett reingelaufen wie die Lemminge. Das ist halt. Sekis ist halt so stark, wenn du als Support zum Beispiel auch einfach nur AP hast. Es gibt mir auch noch AP-Bonus, 20%. Loch. Ey, die kommt mich einfach in 5 Sekunden zweimal, Alter. Das ist doch nicht wahr. Was ist denn los mit der? Ja, daneben. Lauch. Der Yasuo ist aber auch ein bisschen YOLO, ne? Irgendwie, das ist auch so ein Syndrom, das jeder Yasuo-Spieler hat, hab ich das Gefühl. Die müssen immer Plays machen. Müssen immer Plays versuchen. Mal Schild oder was. Okay, nice. Wow, der kommt da echt raus. Holy shit, und Denzel kommt nicht raus. Okay. Ich bin tot, oder? Ja, kill dich. Oh lol, du hättest beinahe den Z gekillt, Alter. Dann, lol. Und, oh mein Gott. Lol, wie das aussah. Die Kritik halt einfach. Lol. Und die, wow, der Kokon. Das wow. War sick. Der Kokon war Luck, Alter, hundertprozentig. Da kannst du mir nicht erzählen, dass die das geplant hat. Der Alice hat die genockbackt und im selben Moment hat die den Kokon. Und zwar genau Absprache, dahin, wo der. Ja, ja. Los, machen wir einen Headbutt. Okay. Instant, Alter. Alter Schwede, ey. Aber ich finde, man merkt trotzdem, bei Skarner ist der Power Spike so ab Minute 25 ist der vorbei. Aber man ist längst nicht mehr nur noch derjenige, der nur ulten kann. Also man hat ein bisschen mehr drauf inzwischen als Skarner. Das ist halt das Geile. Die sind am Baron. Baron ist doch gar nicht ab. Ne, ich meine, die waren da. Ich bin halt einfach mal komplett Botlane jetzt teachen. Ja. Weil die Minions, ja, die rennen top und Mitte rein. Ja, sollten wir auch machen. Okay, das hat schon mal keine Ult mehr. Also ich glaube ja, dass du als Skarner noch ein bisschen Leben brauchst. Vielleicht ein Randuins oder so, keine Ahnung. Tschüss. Der hat keine Ult mehr, ne? Ja, aber auf den wäre ich eigentlich nicht drauf. Boah, ich bin halt trotzdem instant down, ne? Obwohl ich einen Dornpanzer habe, ne? Aber du hast aber kein Leben, oder? Ich habe 3000. Das ist doch nicht kein Leben, Alter. Keine Ahnung. Alter, komm mal. 3000 ist schon ziemlich viel, finde ich. Also klar, es gibt mehr, aber 3000 ist schon heftig. Ich glaube, ich will mir noch ein Sterex war schon Deadman's Blade. Oh, ein Botlane. Deadman's Blade. Er flasht halt extra nochmal. Keine Ahnung, ich glaube, jeder andere Held mit so viel Farm wie der Yasuo, ne, und den ganzen Kills, ne, der würde uns so zerstückeln, Alter. Vayne? Irgendwie passiert da nicht viel. Hat die Bock? Die Vayne hat, glaube ich, keinen Bock. Vayne scheint sich halt ultra ein. Boah, Alter. Der Yasuo. Alter, der Q. Wow, Alter. Warum ist der ja voll tank gegangen? Nach dem zweiten. Ja, ja. Der ist krass, ne? Wie viel Damage er macht, das ist halt echt. Das kommt halt alles durch dieses Fass. Diese Fässer, Alter, die sind so strong, Alter. Ich will auf jeden Fall die scheiß Cover machen. Mit wenigstens die Vision an. Ja, von 3 Infinity jetzt. Warum ulte ich sie? Ich bin gleich da. Ich habe auch Ulti ready, wenn du nie reinläufst, kann ich von oben. Ah, nicht da.
Rip. Ja, du bist nicht Rip. Loh, ich krieg mein Schild nicht mehr raus. Aber du hast den, oder? Ja, der ist geslacht. Du musst aufpassen, von oben kommen zwei andere noch, ne? Gangplank und Tristana. Lol. Wow. Oh, ich komme halt einfach nicht ran, ey. Ich krieg mein Schild nicht mehr raus, sonst wäre halt instant gestorben und ich überlebe. Die Cannon Barrage, das ist halt echt übel. Keine Ahnung. 543 an mir gerade. 700 Damage hat er mir gemacht. Cannon Barrage, ne? Die haben auch nur Magic Damage. Bei mir ist komplett, woran ich gestorben bin, angeblich nur Magic Damage. Ja, wo die nur AD Damage haben, ja, eigentlich. AD, das ist halt so weird. Alles da full AP. Das ist echt krass. Also, mich wundert das auch extrem. Selbst Yasuo macht der AP Damage mit seinem Static und mit seinem E. Der E macht magischen Damage bei. What? Tausende Klinge macht magischen Schaden. What? Ist auch eigentlich ein bisschen merkwürdig. Du dashst durch den Gegner durch und das macht aber magischen Schaden. Obwohl du mit deinem. Ja gut, aber das ist sowieso manchmal ein bisschen merkwürdig. Ist bei Skana ja auch so. Der erste Schlag macht halt Physical und der zweite macht halt Magic. Ist halt auch ein bisschen komisch. Nice. Leute, was war das denn für ein Laser, Alter? Sah ja übel weird aus. Oh, Dancen. Weil Laser wieder abging. Lol, hat das einen Gatten der Ulti geultet? Boah, ey, dieser Alistar ist halt super nervig. Der Alistar ist echt super krass nervig, oder? Du kommst an niemanden ran, weil der dich immer Knockback, Alter. Das ist so räudig, ey. Oh. Diese dämliche Kuh, ey, wirklich. So schlimm, ey. Ich hab auch Double Frozen Heart jetzt. Ah, oh, es ist richtig, richtig anstrengend einfach nur. Keine Ahnung, ich glaube in dieser Juggernaut-Meta. Ja, okay. Ich glaube in dieser Juggernaut-Meta ist es halt extrem interessant, wenn du halt sowas wie so ein Champion mit Blade spielst. Wir machen Baron dann. Kannst du da irgendwas machen? Ja, gleich kurz gucken. Ja, dann haben sie uns schon wahrscheinlich. Er hat ja gerade ein Fass explodiert. Allah. Aber ich glaube nicht, weil für mich jetzt maximal weh machen kann. Ich dachte, die sind auch ultra schnell. Ja, die sind ultra schnell, heftig. Ja, das hat mich auch gewundert. Ja, die haben halt eigentlich. Ich meine, gut, die haben den Yasuo, der haut halt richtig raus. Die waren ja da, da habe ich kurz die Dings noch gemacht. Dann hatten die so ungefähr 5 Sekunden. Ja, aber ich glaube, die Tristana war halt schon da. Das Game ist halt übel schwierig, Mann. Die Tristana macht halt eigentlich nichts. Ich glaube, der meiste Mensch wird Gangplank und Yasuo. Ja, Gangplank macht halt ultra viel. Das Schlimme ist halt, du gegen Gangplank kannst halt auch nicht viel machen. Weil A ist jetzt ziemlich CC-immun und zweitens ist der einfach mega tanky, dadurch, dass er 40.000 Leben hat. Ich glaube, der einzige, der einen Schaden machen kann, bin halt ich wirklich, weil ich mehr Chip Damage habe. Ich meine, ihr guckt ja die alle an, die haben fast jeder. Guck mal, die haben dreimal Frozen Heart und dreimal Randuin gestackt auf ihren Tanks. Das ist auch richtig krank. Ich meine, da macht Vayne mich halt nervt auch am meisten einfach der Alistar, weil der Alistar, keine Ahnung, der ist so ein richtiger annoying Champ. Du kannst halt nichts dagegen tun, dass er dich 100-mal durch die Gegend schmeißt. Und er macht halt eine WQ-Kombo in uns vier und dann kommt der Yasuo reingejumpt, egal ob der instant stirbt. Der macht so viel Damage instant. Und die haben halt, ich sag ja, Yasuo und Gangplank ist eine coole Kombo, weil die halt einfach beide Armor komplett ignorieren, ne? Das scheißt, die scheißen die halt komplett drauf. Ob du 500 Armor hast oder 50, das ist Wurst. Die ignorieren halt super viel Armor. Das ist halt richtig krank. Ist aber auch echt komisch, dass die nicht pushen, ey. Keine Ahnung, ich find's echt merkwürdig. Problembot pusht ja gerade für die schon, ne? Die müssen eigentlich nicht viel. Schild schon mal raus. Da kommt irgendwo. Alle drei, alle hier in der Mitte. Da oben ist Dings. Wie viele GAs haben die? Zwei? Nee. Eins. Boah, die Yasuo mit GA auch. Wird auch richtig nervig. Also dann wird. Eigentlich müssten wir gleich mal engagen hier. Sind gerade, können wir die perfekt round von allen Seiten. Bin hinter denen. Ja, let's go. Bild.
halt. Bleib bei der Vayne. Mach den Gangling da. Boah, Alter. Der Su one-shottet mich. Vayne läuft ja komplett in die andere Richtung. Ja, hier müssen wir der Vayne helfen, aber ist egal. Schön. Nice. Matze, willst du kommen? Na, ich weiß nicht, ich glaube, wir können den nicht killen. Wie schnell der ist! Ja, du bist halt tot. Das ist halt so, ist halt so krass, ey. Der slowt mich halt mit Red Buff und gleichzeitig dann noch einen übelsten Speed Boost. Ich weiß gar nicht, warum hat der denn Speed Boost? Ja, Fage, ne? Ach, wegen Fage, ja, gut, okay. Du kommst halt nie wieder weg von dem, das ist halt der übelste Chase-Build. Hm. Ja, ich hab den ja geslowt. Und mit Static noch und Blade, Alter, du kommst halt echt nie weg, ey. Ja, die Frage ist halt, keine Ahnung, ich weiß echt nicht, was ich dagegen tun soll. Wir haben den Gangplank jetzt ja instant rausgenommen, ne, der war sofort tot. Der konnte gar nichts machen. Ich habe den geultet, der hatte kein W mehr aktiv, der war, ist in der Ult von mir, ist der schon auf unter 50% gedroppt. Das Problem ist aber, die haben halt 50 Milliarden Baustellen, ne, die, jeder Problem von denen macht halt Damage. Die Vayne war ja hier und das war hier war die ganze Tankline von dem und wir waren da unten. Die war ja komplett isolated von uns. Aber ich glaube, die hat nicht mal die Sekus bekommen von mir, weil die halt zu weit weg war. Hm. Wow, dafür zieht die QSS, Mann. Wow. Die geultet? Ich hab die geultet, ja. Aber ich hab 50 Sekunden Cooldown nur auf die, ne? Die hat jetzt kein QSS mehr und jetzt ist er tot. Oh, wieder. Frage, wie viel wir verlieren, weil der selbst, glaube ich, tot auch. Ah, ne, kann ich vielleicht noch. Bin gleich da. Ah, oh, Pain. Oh, Dansen, Alter, das war glaube ich nicht so eine gute Idee. Das war keine gute Idee, Dansen. Oh Gott, Alter, ich werd rausgekickt. Du machst halt echt null Damage, Alter, das ist so krass. Naja. Du machst echt keinen Schaden, Alter, oh Gott, keine Ahnung. Das ist so heftig. Ich glaube, du hast echt noch weniger Damage gemacht ins Late Game als ich. Glaube ich nicht. Das ist halt keine Ahnung. Hast du deinen Muramana aktiviert gehabt? Ja. LOL! Oh, Alter, wieso machst du denn dann so wenig Schaden? Alter, ich verstehe gar nicht. Muramana gibt doch eigentlich. Guck dir mal die Items von denen an, ey. Ja, du brauchst unbedingt ein Dings, ne? Du brauchst halt. Last Whisper eigentlich, ja. Aber. Ja. Du brauchst halt kein Deadman's Blade. Ja, aber ich. Also, ich muss sagen, Skarner ist immer noch echt extrem strong. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass wir keinen Schaden haben, irgendwie. Keine Ahnung. Ich glaube, wir haben einfach überhaupt kein Damage gehabt. Im Gegensatz zu denen, die hatten halt einen Yasuo und einen Gangplank, die haben halt so viel Damage rausgehauen. Bingo, das war halt komplett retarded, ey, weiß ich nicht. Wir können ja mal in die Statistik gehen. Ich glaube, da sieht man auch, dass die einfach so viel mehr Damage hatten als wir. Auch der Alistar, ne? Pff, der Alistar ist einfach, boah, sehr nervig, der Champ, ey. Unser Team, ey. Ja, das ist halt ein Witz. Das ist halt echt ein Witz. Das ist halt echt ein Witz, ne? Dass ich mehr Damage habe als der Urgott und als die Vayne. Das ist ein Witz. Ja, das ist halt vom Damage her, ist halt echt schwach. Ich meine, guck mal, die hatten nur zwei Damage-Dealer, ne? Die Tristana hat 18.000 Damage gemacht. Das ist halt nichts. Aber ich echt gar nicht so, wow. Die sind halt komplett über Yasuo und über Gangplank gekommen, ne? Das ist halt, ich hab mehr Damage gemacht, oder genauso viel Damage gemacht, wie der EZ, Alter. Und ich bin fucking Jungler. Aber im Endeffekt hatten wir mehr, guck mal auf die Teamwertung. Ja, ja, ich weiß, wir hatten mehr, aber das Problem ist, wir haben einfach immer... Die haben halt viel mehr getankt, guck mal, ja. Das Getankte an. So. Ja. Ja, ja, kein Wunder, die haben halt übel, guck mal, der Gangplank. Gangplank 55.000, Alter. Ja, keine Ahnung, du darfst, man darf halt normalerweise nicht, als Vayne kannst du niemals in so einem langen Game so wenig Schaden machen. Das, ich meine, das Ding ging 44 Minuten. Selbst, ich frage mich, was die Tristana gemacht hat. Die hat ja überhaupt keinen Schaden gehabt. 18.000 nach 45 Minuten? Ich habe einfach mehr als doppelt so viel Damage wie die Tristana. Und das heißt fucking Jungler, ne? Ich trade ja auch null auf den Lanes. Das kommt ja auch noch dazu. Du hast ja am Anfang allein schon Trade-Damage. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, was dafür heute. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von Skarner haltet. Also ich finde ihn immer noch ultra strong. Ich glaube, das lag auch nicht am Skarner, dass wir hier das Game verloren haben. Also an meinem Damage definitiv nicht. Wir hatten einfach in den Teamfights entweder einen zu ungebündelten Damage. Ich meine, Vayne, ja. Urgott finde ich, das ist auch der Grund, warum Urgott auch nicht so in der Meta ist irgendwie. Der macht einfach, wenn du Early Game weggebullied wirst aus der Lane, dann hast du halt überhaupt keine Chance mehr zurückzukommen. Keine Ahnung, der baut halt einfach die Juggernaut-Items und fickt dich damit einfach hart. Und du kannst dagegen nicht viel machen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein.